Herzlich willkommen YouTube zu einem neuen Video hier auf Technikcasting. In diesem Video möchte ich euch 5 tolle kostenlose Apps vorstellen, die ihr zurzeit im App Store laden könnt. Viel Spaß! Da haben wir auch die 5 Apps, einmal Cool Race, Anger of Stick 2, App des Tages, Ready Bang und Boss. Ich spiele jetzt alle mal kurz an und wir fangen an mit Cool Race. Ich will euch kurz erklären, worum es geht. Ihr seht dieses Mammut in einem Eiswürfel. Mit diesem müsst ihr einfach rennen gegen diese anderen Gestalten hier im Hintergrund bestreiten. Wir gehen jetzt hier einfach mal auf Play. Ihr könnt euch hier verschiedene Welten auswählen oder im Shop die freischalten. Verschiedene Levels habt ihr auch. Wir machen jetzt hier mal das dritte Level. Und ja, ihr seht schon, das ist alles wie so ein Rennen aufgebaut. Ihr fahrt los und durch Tippen auf dem Bildschirm springt das Mammut halt. So, wir sind Erster. Die Position müssen wir jetzt nur halten. Das wäre super. Gelingt uns nicht. Aber Zeit ist auch nicht schlecht. Hier unten seht ihr immer, wie nah ihr dem Ziel seid. Also wir sind jetzt ungefähr ab der Hälfte. Jetzt gehen wir auch schon dem Ende entgegen. Hart umkämpft gerade hier dieses Rennen. Schauen. Ja, manchmal werdet ihr auch nach vorne gedrückt von den anderen. Naja, zum 4. Platz hat es gereicht. Meiner Meinung nach ist es ein gelungenes Spiel, aber auch jetzt nichts allzu Besonderes. Kommen wir auch schon zu Anger Stick 2, während der Akku der Kamera schwindet. Ja, Anger Stick 2 gibt es auch einen Vorgänger von, wie ihr es schon am Namen hört. Ja, gibt viele Stick-Games im Moment und die machen eigentlich schon Spaß. In diesem Spiel geht es halt darum, mit verschiedenen Waffen, wie ihr hier seht, andere Stickmans zu killen, indem ihr hier so nach vorne rennt und hier dann schlagen, springen und ja, versuchen müsst, hier eure Gegner umzunieten. Relativ brutal, spritzt viel Blut, aber macht schon Spaß. Ich finde nur, dass die Level irgendwie ein bisschen lang sind, also naja, so viel dazu. Weiter geht's mit der App des Tages. Ja, wie der Name der App schon sagt, bekommt ihr hier jeden Tag eine App angezeigt, die zurzeit kostenlos ist. Das ist irgendwo ein Photosynth und ja, zeigt wirklich coole Apps manchmal, die man dann schon runterladen kann. Hier ist auch eine gute Beschreibung immer bei und ja, ihr seht dann auch, wie viel Zeit ihr immer habt, bis das Produkt wieder kostenpflichtig wird. So, kommen wir zum nächsten Spiel, zu Ready Bang. Ready Bang ist ganz einfach aufgebaut. Ihr seht hier Two-Player, One-Player und Kill Gallery. Hier unten habt ihr dann auch Scoreboards und Erfolg und so einen Quatsch. Und ja, ihr könnt das Spiel zu zweit spielen. Es geht im Endeffekt einfach nur darum, schneller zu sein, die schnelle Reaktion zu haben. Seht ihr, klickt auf Start. Jetzt kommt da Ready, Steady und irgendwann Bang. Und dann müsst ihr so schnell wie möglich tippen. Ja, leider waren wir zu langsam und der Gegner hat gewonnen. Ganz einfaches Spiel, macht aber Spaß, vor allem wenn man es mit einem Freund spielt. Ja, kommen wir jetzt schon zur letzten App. Das ist die App Boss. Ja, das ist so eine Art Voodoo-App, in der ihr hier euren Boss symbolisch so als Figur dargestellt habt und ihn jetzt mit verschiedensten Waffen angreifen könnt, zum Beispiel hier so mit Heftzwecken. Und ja, je nachdem, was für Treffer ihr habt oder je nachdem, wie oft ihr ihn beschießt, bekommt ihr halt Punkte da oben und von denen könnt ihr euch dann neue Waffen im Menü kaufen. Ja, auch Boss, meiner Meinung nach, ein schönes Spiel für zwischendurch, macht nicht allzu süchtig, aber man kann es ja mal spielen. So, das war's auch schon. All diese Apps könnt ihr euch ganz einfach im App Store kostenlos runterladen, einfach App Store öffnen und unter meistgeladen findet ihr die meisten von denen auch schon. Sind wirklich coole Apps, freut mich, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, gebt einen Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!